wir müssen. Ich denke, mit einem Schutzwall sollte der erste Boss kein Problem sein. Und naja. Gut. Ausrüstung können wir uns nochmal angucken. Ja, Mario kämpft übrigens mit Messer, nicht mit Hämmern. Messer, ein kleines, handliches Messer. Genau, das ist nämlich das eins dieser zwei von diesen Skripten, die ich gezeigt habe. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mal ablegen, da stand der Schutzwall, ne? Gerade Mario kann Schutzwall mehr. Das ist dasselbe System wie für Leute, die Final Fantasy Tactics Advance gespielt haben. Dort haben die Charaktere ja durch ihre Waffen die Fähigkeiten bekommen und haben die mit AP erlernt. Hier ist es auch genauso. Wir kriegen pro Kampf eine bestimmte Menge AP. Meistens sind so 1 AP, 1 bis 2 AP oder sowas. Also pro Gegner. Das heißt, man bekommt pro Gegner AP. Entschuldigung, ich muss was trinken. Und lernt dann halt diese Skills permanent. Es heißt ja zum Beispiel, mit dem Messer lernt der Schutzwall, mit der Mantelrüstung lernt der Superschlag. Hier bräuchte er 15 AP, hier 35, um das permanent zu lernen. Ein kleines handliches Messer. Zum Beispiel jetzt hier und bei der Mantelrüstung steht eigentlich eine Rüstung, die um den oberen Teil einen Mantel trägt, was eigentlich sehr viel Sinn macht, aber egal. Naja. Und die Charaktere lernen halt durch die verschiedenen Waffen die verschiedenen Skills. Weil ich dieses System von den Waffen und Rüstungen lernen Skills nicht eigentlich relativ cool. Das fand ich in Tactics Advance schon verdammt geil. Weil ich bin auch sowieso einer, der gerne grindet. Von daher, und sie lernt, Peach lernt Holzflöte. Flöte. Singt, um die Gegner einzuschläfern. Seidenkleid, ein einfaches Kleid aus Seide. Sie hat jetzt nichts, weil sie ist sowieso nur ein temporäres Partymitglied. Und daher, das ist der Status-Screen. Könnte man nochmal wechseln mit W, ne? Genau, mit W kann man zwischen den Sachen hin und her schalten. So. Na dann. Formation. Genau. Das ist dieses Wechselskript. Wir könnten jetzt zum Beispiel Peach, glaube ich, sogar entfernen, wenn wir wollten. Was aber nicht sehr viel Sinn macht, weil die braucht man hier in den Abschnitt. Das ist das Bestarium. Wir haben insgesamt 50 Gegner, 30 Zwischenbosse und 17 Bosse. Also ist das schon, recht umfangreich, würde ich mal behaupten. Dafür, dass ich da so lange gearbeitet habe, ist es natürlich jetzt kein Greif und eine Spinne, aber ist nur eine Spielzeit her, ist es schon relativ okay, würde ich sagen. Ja, und die Gegner, die werden halt erstmal, bevor wir sie nicht getroffen haben, als Schatten dargestellt. Und ich will jetzt nicht unbedingt so viel spoilern, deswegen so. Das ist übrigens der Soundtest. Habe ich es noch nicht richtig übersetzt? Scheiße. Naja. Kampf-Theme, Sieges-Theme, Dungeon-Theme und Ereignis-Theme. Haben wir jetzt schon so viel. Okay. Das ist übrigens die Standard-Battle-Theme, wenn wir nicht in einer Welt sind, die Film zugeordnet hat. Und das ist jetzt die 5 von der Pilzwelt. Ja, was versteht Chip nicht? Weil ich habe das Spiel ausgetauscht. Vorher war da Super Mario RPG drin. Ne? Und jetzt ist jetzt mein und Yoshi Superstar Saga drin. Ne? So, Siegesfilm. Es ist Final Fantasy 5, glaube ich, ne? Das ist. Yep, das ist Mario Yoshi Superstar Saga, ein bisschen blöd. So. Und der Opening-Film, Final Fantasy 12 stimmt eigentlich auch nicht mehr, aber egal. Und das stimmt eigentlich auch nicht mehr, das müsste ich irgendwann mal ändern, aber ich arbeite in das Spiel sowieso momentan nicht weiter. Na gut. Dann ist Viertel 11, oh mein Gott. Ja. Ich denke, wir spielen noch ein Weilchen. Und um 12 wechsle ich dann nochmal zu Legend of Zelda. Und gucken, wie weit wir da kommen. War ich dann nicht eine Viertelstunde bei dem Spiel. Naja, will ich mal sagen, jetzt wollen wir gleich mal den Wald hier erkunden. Und ich hoffe, wir treffen bald mal auf ein paar Gegner. Weil die Encounter-Welt ist ein bisschen komisch. Naja. Ich bin schnell gefunden, wie ich hier alles mit Loot übersät habe, ne? Hallo, dann wollen wir gleich mal gucken, ob wir hier eine Chance haben gegen die. Mitfühlende Worte, hat ein Charakter 50% der HP. Stärkende Worte, steckt alle Mitglieder im Kampf. Okay, du kannst mal an. Okay, macht keinen Schaden, aber schläfert ein.
Du greifst an den Gumba. Ja, wow, hat ja voll was gebracht, ne? Null Schaden. Wie 7 Schaden. Toll. Wow. Peach ist ja. Naja. Peach ist halt so gesehen eigentlich nur unterstützender Charakter. Und ihr seht, ja, der Schießkreis gerade ist etwas. Naja. Angebalanced ist schwer. Und man haut sehr oft als Gegner ein. Vor allem Mario macht, glaube ich, kaum Schaden bei denen. Ja, da habe ich jetzt echt keinen Bock auf die. Bam! Ultima! Bams! 43 EP, 2 AP, 7 LGM. Ja, Geld bekommen in den Spielen nicht sehr viel. Und die Lautstärke von der Musik wird immer nicht aneinander angepasst. Weil, keine Ahnung, wieso. Die Qualität ist echt ein bisschen sehr mies, ne? Das Problem ist, ich kann da jetzt nicht mehr machen, weil meine Internetleitung nicht mehr hergibt. Ich bin echt froh, wenn wir HD streamen können, dann sieht das wenigstens besser aus hier. Kleine Feuerblumen gefunden. Lalalala, 50 GM. An jeder Ecke steht eine Truhe. Oh Mario, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Wieso bist du wieder unterwegs? Also die Schrift ist echt. Ich glaube, die ist echt nicht so toll. Das ist mein echter Unterschied. Scheiße. Ah ja, kann ich halt echt nichts dran ändern. Sorry deswegen, dass die Qualität hier bei dem Spiel ein bisschen meh ist. Ich begleite Prinzessin Peach nach Norspenstadt. Wir wollen dort einen Stadtbesuch machen. Ah, also im Bodenland. Exposition. Genau, und würdest du uns entschuldigen? Es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Sicher. Best Dialogs ever. Da kann kein Gräfin in das Spiel mithalten. Nein. Oh mein Gott, ey. Die Apfel gefunden. Ich räume einfach mal deinen Rahmen hier aus. Apfel, steige dich maximal HP um 10. Wow. Das gebe ich Mario, weil Peach ist eh bald weg. Und da blinkt irgendwas. Da ist ein Stern. Ein Stern, der einen Namen trägt. Kleines Sirup gefunden, okay? Kleines Sirup. Als Sirup, das gleichzeitig den Körper erfrischt, Kästchen und die magischen Energien erfrischt. Aha, ja, Oh Mann, ey. Ich kann auch Dialoge. Wie gesagt, ich kann keine Dialoge schreiben. Da bin ich mir auch dessen bewusst, dass ich das nicht kann. Das können andere Leute viel besser als ich. Zum Beispiel Grafurin oder Ritroll. Die können gute Dialoge schreiben. Ich nicht. Ich habe auch Probleme. Ich weiß nicht, was ich den NPCs sagen lassen soll. Das ist immer so ein Problem. Da ist wohl erst der Boss. Hinweis: An diesen Kristallen kannst du deine Charaktere unendlich oft heilen. Heilen, ja. Level 1. Ach, was soll ich probier's? Versperrt uns den Weg. In Zeugs packen und in den See da und den schmeißen. Ich glaube, ich muss in den Weg freikämpfen. Fähigkeiten wie der Schutzfall können in ihrer Dauer geschabelt werden. Nein, kannst du nicht mehr, das hätte ich noch ändern sollen. Das heißt, dass du bei mehrmaliger Benutzung mehr Runden auf den Schutzfall verlieren kannst. Nein, geht nicht mehr. Das ging früher. Ah ja, guck mal. Final Fantasy 7 Musik. Und da haben wir auch schon die Bosskampfmusik. Peach wird erstmal buffen. Und wow, das die Icons hätte ich verwenden müssen. Naja, so, und du machst erstmal einen Schutzwall, dass du keinen Schaden kriegst. So, dann Angriff. Also die Bossleiste, die gefällt mir relativ gut, die ist cool. Aua, das macht Schaden. Das Schutzwall ist noch okay. Du machst erstmal die Gumbas Blatt. Und das Spiel kann natürlich auch noch. So. Steckende Worte, klappt das? Ja. Da. Bitte ein Schliffern, der Boss ist in der, glaube ich, gegen den Moon ging. Na 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 na.
Na 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 Wow, ein Schadenpisch. Ich bin beeindruckt. Scheiße, die ist gleich tot. Mario, nenne sie. Oh Mann, ey. So, du heißt mal eben kurz. Mit vielen Worte, danke. Was? Was? Warum hat das Mario getötet? Was? Warum hat das Mario getötet? What the fuck? What the fuck? Das ging ihm in die Hose. Wow, das hat überhaupt nichts geheilt. Ich bin meinen eigenen Boss gestorben. ich muss kurz mal was nachgucken. Das wird... Skills... Aus dem mitfühlende Worte, bitte. Ach du Scheiße. 23 Skills, ach du Scheiße. Nee, bitte mitfühlende Worte. Das blicke ich hier gar nicht mehr, da wurden sie es hier. Da, mitfühlende Worte. Element heilig. Critical yes. Oder soll ich mal Element non? Vielleicht ist das. Vielleicht ist. Keine Ahnung. Formular. Oder. Nee, warte mal, hä? Animation, Magical Attack und dann muss ich da ein Minus davor machen. Ist das deswegen nicht geklappt? Ah ne, ich verstehe ganz nicht. Ne, warte mal. Ich muss dazu sagen, ich bin ja schon ein bisschen, dass ich eigentlich hier kein, warte mal. Items, Pilz, Kaffee, LP. So, bin erstmal weg. Schöner Stream, mein lieber Clan. Danke. Na dann, bis dann, ne? Warum mache ich das eigentlich nicht so? 50% Recover HP. So, das kommt weg. Das ist doch blöd. Warum habe ich das nicht so eingestellt? Bin ich blöd. So, jetzt müsste es funktionieren. Hoffe ich zumindest mal, dass es jetzt funktioniert. Und ich glaube, ich werde den Epic Maker... laut. Ich werde auch was den Epic Maker... Blip, über den... Open Broadcaster haben mich das gerade ein bisschen stört. Jetzt aber. Es müsste es da aber auch nicht funktionieren, sonst kriege ich einen Raster hier. Nein, nicht den Sound, der ist sofort speichern. So. Ich bin da übrigens schon eine ganze Weile aus der Beginn VXA ist natürlich aus. Also, ja. So, naja, auf geht's. Und wir schaffen das jetzt mal. Wenn das hier uns nicht gleich schon wieder fast umbringt. So. Du schläfst die Viecher ein. Irgendwie. Was soll mich mal ein bisschen schaden? Ist wie. Schutz 2. Jetzt sind übrigens, das Vieh hat weniger HP. Das ist. Warum absorbiert das Vieh eigentlich? Ach so, das ist ja kein. Ach ja, stimmt, ja, das ist ja kein. Oh. Das ist falsch eingestellt, das Ding. Ich muss schon wieder was verbessern. Skills, wo ist denn der scheiß Schutz war jetzt? Da. Add State Schutzwall. States. Irgendwas stimmt hier nicht. Das war vorher nicht so, als ich das erste Mal gespielt habe. Wo ist denn der Schutzwall hier? Bin ich blöd? Ja, ihr seht ihn gerade nicht. Ich weiß, oder du sind gerade nicht bibbel. Bei Black ist er weg. Ich sehe gerade den Stat nicht. Ach, da, Schutzwall. Death mal 1000. M-Death mal 1000. Element Absorb. Element Absorb ist eingestellt. Warum funktioniert das da nicht? Ich habe das wohl nicht gelöscht. Weil theoretisch müsste er nämlich, wenn das Vieh jetzt ihn Schaden macht durch HP-Absorb, müsste das Vieh selber Schaden kriegen dadurch. Theoretisch. Weil das war nämlich auch so ein bisschen der Trick hier bei dem Kampf.
Naja, egal. Wieso ist eigentlich.